Hallo und herzlich willkommen zum Schiebrunner Podcast, dem Podcast für Expertinnen, die sich ein freies, leichtes und selbstbestimmtes Business aufbauen möchten. Du hörst Episode 25 und in dieser verrate ich dir, wie genau wir, das heißt mein Team und ich, ein großes Projekt innerhalb nur 4 Tagen umgesetzt haben und wie du das auch schaffen kannst. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. Ich habe mir still und leise ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach 6-stelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und denen meiner Gäste. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in die Themen Strategie, Mindset und Leadership. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Episode mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy. Hallihallo und wie schön, dass du wieder reinhörst. Ich hoffe, es geht dir ganz wunderbar und du bist schon gespannt auf die heutige Episode, in der ich dir mal wieder einen Blick hinter die Kulissen gebe. In der letzten Woche war mein Team zu Besuch hier in Berlin und wir haben uns entschieden, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, denn wir schleppen ein Projekt schon eine ganze Weile vor uns her und das ist das Thema E-Mail-Marketing. Und auf dem Thema E-Mail-Marketing baut so einiges auf und in diesem Jahr haben wir noch einiges vor, sodass ich das Thema E-Mail-Marketing in diesem Jahr oder auch im ersten Quartal eher gesagt zur Priorität gemacht habe. Und wir aber bis letzte Woche, nicht wirklich mit diesem Thema vorangekommen sind. Wir hatten zwar schon 2 größere Meetings, in denen wir uns jeweils einen ganzen Tag mit dem System beschäftigt haben und uns auch überlegt haben, was genau wir verändern wollen, was wir aufbauen wollen. Wir haben jede Menge Fehler gefunden und daraus sind dann unendlich viele Aufgaben entstanden. Und im Anschluss musste eben in die Umsetzung gegangen werden und wir haben das die ganze Zeit nicht wirklich geschafft. Wir haben uns zwar mit dem Thema beschäftigt, wir haben es aber nicht wirklich geschafft, dieses Thema voranzutreiben und auch zum Ende zu bringen. So. Und wir haben uns dann überlegt, dass es ideal wäre, wenn wir uns gemeinsam mit dem Thema beschäftigen, wenn wir alle zur gleichen Zeit haben, denn wir sitzen alle an unterschiedlichen Orten, arbeiten teilweise eben auch zu unterschiedlichen Zeiten. Und das Ganze hat sich eben ein bisschen schwer gestaltet, denn wenn eine Person eine Frage hatte und die andere Person nicht da war, hat sich das Thema gleich wieder verzögert. Also wir konnten die Aufgabe nicht erledigen und mussten eben erstmal auf eine Rückantwort warten. Oder es gab bestimmte Fragestellungen, die wir nicht beantworten konnten, weil ein Teammitglied gefehlt hat und wir mussten dann wieder auf eine Rückmeldung warten. Von daher haben wir uns dann entschieden, dass es gut wäre, uns einfach mal eine Woche lang zusammenzusetzen, um gemeinsam an dem Projekt zu arbeiten. Und ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, wie wir das Ganze umsetzen können und welcher Weg uns am besten zum Ziel bringt und habe mich dann mit Scrum beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob du dich mit Scrum auskennst, mit der Scrum-Methode. Es ist ein Vorgehensmodell, das aus dem Produkt bzw. aus dem Projektmanagement kommt, das vor allem eben auch bei der Softwareentwicklung angewandt wird. Mittlerweile aber auch von vielen anderen Unternehmen oder bei vielen anderen Projekten Anklang gefunden hat, weil es einfach so gut funktioniert. Also insbesondere funktioniert es eben für große oder größere Projekte sehr gut, wie zum Beispiel einen Launch oder die Erstellung von einem Online-Kurs oder auch das Schreiben eines Buches, ja. Und was wir eben gemacht haben, wir haben uns als Thema oder als Ziel gesetzt, das gesamte E-Mail-Marketing von Schiebrunner zu strukturieren und
die Fehler, die wir im System hatten, zu beheben, das ganze System zu säubern und am Ende klare Guidelines zu haben, wie wir mit dem Thema E-Mail-Marketing umgehen, sodass auch Teammitglieder, die vielleicht zukünftig noch dazukommen und uns beim Thema E-Mail-Marketing unterstützen, genau wissen, wie wir vorgehen und warum wir was tun. Also das war das Ziel, was wir definiert haben. Und das ist auch die Grundvoraussetzung, wenn du nach Scrum arbeitest. Du brauchst einfach ein ganz konkret definiertes Ziel und alle Teammitglieder müssen eben auch wissen oder dasselbe Verständnis haben, welches Ziel erreicht werden soll. Ja, und das Thema E-Mail-Marketing, Strukturierung und die Erstellung von Guidelines dazu war wirklich ein Projekt, was unsere gesamte Aufmerksamkeit erforderte. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, es mit dieser Methode einmal auszuprobieren, die wir nicht in der genauen Form umgesetzt haben, sondern ja für uns eine Version erstellt haben, mit der wir arbeiten können. Und was genau wir gemacht haben, das werde ich dir in dieser Episode erzählen. Ich bin eben gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen. Und zwar, wenn wir uns mit zu vielen Aufgaben beschäftigen, dann ist es super schwierig, ein Projekt zu Ende zu bringen. Und wir beschäftigen uns mit vielen Projekten. In der Regel versuche ich, dass wir maximal 3 Projekte gleichzeitig vorantreiben. Und unser Fokus aber auf einem Projekt liegt, denn je mehr Projekte, mit denen wir uns beschäftigen, desto unproduktiver werden wir einfach. Und ich sehe das nicht nur bei uns, sondern ich sehe das auch bei vielen anderen Selbstständigen und Unternehmerinnen, dass ja wir einfach zu viele Ziele haben, zu viele To-Dos haben, dass der Fokus fehlt, dass wir zu sehr zwischen unterschiedlichen Aufgaben switchen und daher dann eben auch weniger erreichen, weniger produktiv sind, als wenn wir unseren Fokus eben nur auf ein einziges Projekt legen. Und das war zum Beispiel auch eine Sache, die ich eben schon beschrieben habe, das Thema E-Mail-Marketing-Umstrukturierung bei uns. Also wir haben uns nicht nur auf dieses eine Thema fokussiert, sondern hatten eben parallel noch andere Themen. Und in der letzten Woche, als mein Team hier war, haben wir wirklich alle anderen Themen ausgeschaltet und haben uns voll und ganz auf das Thema E-Mail-Marketing-Strukturierung fokussiert, ne? Denn Multitasking führt auch immer zu Produktivitätsverlust. Wenn wir ständig zwischen Aufgaben hin und her wechseln, dann kommen wir einfach viel, viel langsamer voran. Du kannst das ja selber mal beobachten, wenn du arbeitest, mit welchen Aufgaben beschäftigst du dich am Tag, wie viel Zeit verbringst du mit bestimmten Aufgaben, was tust du, wenn eine E-Mail reingeht, hast du dein Postfach ausgeschaltet, ist dein Handy an, bist du abgelenkt, wenn eine E-Mail bei dir eingeht und da ist vielleicht ein spannender Artikel und du klickst auf den Link und liest dann den Artikel und bist dann wieder total abgelenkt und brauchst dann natürlich auch wieder erstmal eine Zeit, um zu überlegen, mit welcher Aufgabe hatte ich mich denn beschäftigt, was wollte ich denn eigentlich tun? Das sind alles unnötige Zeiten, die wir verschwenden mit Dingen, die einfach total unnütz sind. Ne? Also einfach. Und so einfach ist es natürlich nicht, die E-Mails ausschalten, damit wir keine Ablenkung haben. Und mir passiert es auch immer wieder, aber jetzt in dieser einen Woche hatten wir wirklich diesen vollen Fokus auf das Thema E-Mail-Marketing und haben dadurch eben richtig viel geschafft. Und wenn du mal beobachtest, wie du arbeitest und wie abgelenkt du bist, dann wirst du merken, dass du unheimlich viel Zeit einsparen kannst, wenn du dich auf eine Aufgabe fokussierst und wenn du diese eine Aufgabe oder auch die wichtigste Aufgabe des Tages erledigt hast, dass du dann eben dich mit der nächsten beschäftigen kannst oder auch in Blöcken arbeitest. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich sehr gerne mache. Dann gibt es halt einen E-Mail-Marketing, jetzt sage ich schon E-Mail-Marketing, da gibt es einen E-Mail-Blog, wo ich E-Mails beantworte. Da gibt es einen Blog, wo ich Kommentare auf Facebook beantworte und so
strukturiere ich dann eben meinen Tag, sodass mein Fokus auf einer Sache liegt, über den Tag verteilt. Und das könnte auch eine Möglichkeit sein, die du einfach mal ausprobierst. Damit du einfach bei dem Hin- und Herspringen zwischen den Aufgaben nicht so viel Zeit verlierst und fokussierter arbeiten kannst. Zeit sparst, denn das Hin- und Her-Switchen ist ein absoluter Zeitfresser und du kannst unheimlich viel Zeit zurückgewinnen, wenn du dich auf eine Sache konzentrierst. Und deswegen möchte ich dir heute ein bisschen erzählen, wie wir vorgegangen sind und wie wir wirklich ein großes Projekt, also unser E-Mail-Marketing-Projekt, innerhalb von 4 Tagen angegangen sind. Eine Sache, die uns vorher Wochen oder sogar Monate gekostet hat und wir sie einfach nicht fertigstellen konnten. Ja. Und vielleicht ist das auch ein bisschen Inspiration für dich, wirklich mal den Fokus zu 100% auf eine Aufgabe zu legen und ein Projekt wirklich zu Ende zu bringen, ja. Und jetzt würde ich dir einfach mal erzählen, wie wir vorgegangen sind. Also das Ziel hatten wir oder wir wussten oder ich wusste zumindest, was ich bis zum Ende der Woche, die wir gemeinsam hatten, erreichen möchte. Und habe auf Basis dieses konkreten Ziels einen Plan, einen sogenannten Sprintplan entwickelt, ja. Ich habe mir überlegt, welche Aufgaben erledigt werden müssen, damit wir das Ziel erreichen. Also bevor mein Team hier in Berlin ankam, habe ich mir Gedanken gemacht und habe eben diesen Plan erstellt und ich habe Aufgaben in kleinere Aufgabenblöcke, in kleinere Aufgaben zerlegt, die wirklich an einem Tag auch von einer Person geschafft werden können. Und alle Aufgaben, die ich erstellt habe, die haben wir auf einem Sprintboard in Asana angelegt. Und Asana ist unser Projektmanagement-Tool. Falls du Asana nicht kennst, das ist so ähnlich wie Trello. Und dort haben wir auf einem Board gearbeitet, auf dem alle offenen Aufgaben eingetragen waren. Und die Aufgaben habe ich dann an die jeweiligen Teammitglieder verteilt, ja. Und das war das Board, was wir dann auch die ganze Woche gepflegt haben. Also das war das Board, das auch die Teammitglieder gepflegt haben und angegeben haben, okay, ich arbeite gerade an diesem Projekt oder hier muss ich noch warten, weil ich noch auf eine Rückmeldung warte oder ich bin mit dem Projekt soweit fertig, wir müssen es aber noch einmal durchsprechen oder ich bin mit der Aufgabe fertig, wir müssen sie aber noch mal durchsprechen und dann kann ich sie finalisieren, weil ich vielleicht noch 1-2 Fragen habe oder wir vielleicht noch eine Entscheidung treffen müssen, wie wir zukünftig vorgehen, ja. Und das hat super gut geklappt. Also das war so der erste Teil, den ich vorbereitet habe und der uns die ganze Woche über auch begleitet hat. Ja. Und dann ist mein Team angekommen und es gab ein gemeinsames, kleines, kurzes Kick-Off-Meeting, in dem wir zum einen das Sprintziel und auch die dazugehörigen Aufgaben besprochen haben. Und am Ende dieses Meetings, und das wäre das maximal eine Viertelstunde, also die sind wirklich sehr, sehr kurz und knapp, die Meetings, am Ende dieses Meetings hatten die Teammitglieder dann eben einen guten Überblick über das Projekt und ein ganz klares Verständnis, was erledigt werden muss bis zum Ende der Woche und was das Ziel ist, an dem wir hier gemeinsam arbeiten. Und wichtig ist wirklich, wenn du sowas vorhast, oder du kannst es natürlich auch alleine machen, da werde ich nachher nochmal ganz kurz drauf eingehen, aber wichtig ist, dass wenn du sowas auch im Team machst, dass wirklich alle Teammitglieder fokussiert an diesem Projekt arbeiten können. Das war eben auch einer der Gründe, warum wir das hier in Berlin gemacht haben, weil es hier einfach keine Ablenkung gab, ja, weil wir alle in einem Raum waren, da war dann keine Möglichkeit da, dass die Kinder vielleicht reingekommen sind oder die Nachbarin geklingelt hat oder sonst irgendetwas passiert ist. Also wir hatten den vollen Fokus und die volle Aufmerksamkeit hier. Nur mein Hund Kuka hat uns ab und zu abgelenkt, aber das war auch eine schöne Ablenkung. Und das andere, was wir dann eben machen konnten, und das hatte ich zu Anfang ja auch schon erzählt, ist,
wenn es irgendwelche Herausforderungen gab oder wir an bestimmten Stellen eben nicht weitergekommen sind, dann konnte es direkt im Team eben besprochen werden und aus dem Weg geräumt werden und eben weitergearbeitet werden. Und das war super, super effizient und das hat sehr, sehr gut eben auch geklappt. Das war unser Sprint-Kickoff und dann ging es eben in die Umsetzung. Das heißt, wir haben uns mit den Aufgaben beschäftigt, haben die Aufgaben erledigt und haben uns dann täglich noch zu kleinen Meetings getroffen. Also wir waren alle in einem Raum, haben dann aber Uhrzeiten eingeräumt, zu denen wir Fragen stellen konnten oder bestimmte Themen einfach klären konnten mit den anderen Teammitgliedern. Dann gab es jeden Morgen, jeden Vormittag ein kurzes Review-Meeting, in dem wir geteilt haben, was geschafft wurde am Vortag, was gut lief, was nicht so gut lief und was wir uns für den heutigen Tag wünschen und auch was für den heutigen Tag auf dem Plan steht. Das war einmal eine kurze Reflexionsübung natürlich für jedes Teammitglied. Wir konnten so dann aber auch sicher gehen, dass alles in Ordnung ist, dass wir vielleicht auch Wünsche oder Ideen von den anderen Teammitgliedern berücksichtigen können, um einfach effektiver noch zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel am ersten Tag gemerkt, dass wir viel zu viel geredet hatten und viel zu wenige Stillarbeitsphasen hatten. Und das war dann eben eine Sache, die wir am nächsten Tag anders gemacht haben. Und das hat super gut funktioniert. Klar, ne, wir hatten uns monatelang nicht gesehen. Das letzte Meeting war im November. Und unsere Treffen finden online statt, sodass wir halt wirklich auch allerhand zu erzählen hatten. Und auch immer wieder, ja, der eine hatte Fragen zu einer Automation, die angelegt wurde. Und dann waren alle anderen abgelenkt. Und ja, das haben wir dann eben einfach optimiert und haben dann die Fragen gesammelt und haben die dann in kurzen Meetings besprochen, sodass jeder auch wirklich sehr, sehr fokussiert arbeiten konnte. Und in diesen Meetings am Vormittag konnten wir dann eben auch feststellen, ob es irgendwelche Aufgaben gibt, die nicht erledigt werden können, die vielleicht auch viel Zeit brauchen oder wo vielleicht Unterlagen oder irgendetwas fehlt oder wo vielleicht auch ein Zugang oder sowas nicht da war. Also wir hatten zum Beispiel dann Prozesse mit einem System, die Passwörter konnten irgendwie nicht, auf die Passwörter konnte nicht zugegriffen werden. Dann haben wir gemerkt, dass nicht jeder Zugriff auf die Ordnerablage hatte und das waren einfach so Kleinigkeiten, die dann natürlich Zeit kosten und die wir dann eben auf dem Weg hin auch optimiert haben. So, das waren diese täglichen Review-Meetings, die wir gehalten haben. Und am Ende der Woche, am Freitag, haben wir die gesamte Sprintwoche nochmal Revue passieren lassen und haben mit den anderen eben jeweils nochmal geteilt, was gut lief, was nicht so gut lief und was wir uns fürs nächste Mal anders wünschen. Und wir haben auch nochmal die offenen Aufgaben besprochen. Wir haben nicht alles geschafft in dieser Woche, aber wir haben den allergrößten Teil geschafft. Und wir haben alle Projekte angestoßen und vieles muss jetzt im nächsten Schritt einfach nochmal finalisiert werden oder in ein anderes Format nochmal gepackt werden. Und das sind dann Aufgaben, die ich im nächsten Schritt, also habe ich dann eben einen Plan für die nächste Woche gemacht und da habe ich diese Aufgaben genommen, die jetzt noch offen waren und habe sie den jeweiligen Teammitgliedern eben nochmal zugeteilt, sodass diese die Aufgaben in dieser Woche erledigen können. Ja? Und es waren keine neuen Themen mehr, die angefallen sind, sondern wirklich nur noch Themen, die finalisiert werden mussten, die wir auch schon besprochen hatten. Und dann, genau, müssen die jetzt einfach nur noch mal geprüft und dann finalisiert werden. Und das hat wirklich super, super gut geklappt. Und mit der Woche war ich insgesamt super zufrieden. Und auch das Team war super zufrieden. Und wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir so eine Sprintwoche in der Zukunft noch einmal machen werden. Und ich hatte am Anfang schon gesagt, dass du auch solo sprinten kannst und in der letzten Woche haben wir solo Sprints auch mit meinen beiden Gruppenprogrammen gemacht, mit der Next Level Gruppe und mit der Mastermind. Das heißt, ich habe mich nebenbei
noch um meine beiden Gruppen gekümmert. Wir hatten jeden Morgen um 8 ein Review-Meeting, in dem wir in dem meine Kundinnen eben ihren Tag Revue passieren lassen haben, sagt man das so? Und einmal erzählt haben, was sie geschafft haben, was sie nicht geschafft haben, was sie abgelenkt oder vielleicht auch blockiert hat, was sie an dem heutigen Tag anders machen, was sie sich für den heutigen Tag anders wünschen. Und das haben wir dann einmal in der kompletten Runde geteilt und hatte jedes Teammitglied eben eine Minute jede Person eine Minute Zeit. Und das haben wir täglich um 8 Uhr gemacht. Also wir hatten ein gemeinsames Kickoff-Meeting. Wir haben das also sehr ähnlich gemacht zu dem, was ich mit meinem Team gemacht habe. Wir hatten einen Kickoff-Meeting, allerdings schon am Montag. Dann hatten wir jeweils um 8 Uhr am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag ein Review-Meeting, in dem wir einmal geteilt haben, was eben ja am Vortag lief. Und am Freitag hatten wir noch ein gemeinsames Review-Meeting, in dem jeder nochmal vorgestellt hat, wie die Woche lief und das Projekt und auch nochmal bekannt gegeben hat, ob die Person das Projekt, was sie am Anfang der Woche gesagt hat, zu bearbeiten oder zu finalisieren, ob sie das auch wirklich geschafft hat. Und man konnte eben auch das Ergebnis nochmal in einer kurzen Abschlussrunde teilen. Also das ist auch eine Möglichkeit, wo man ein bisschen mehr Accountability hat. Oder man macht das eben komplett allein. Und das Wichtige ist wirklich, dass man sich Zeit nimmt zum Reflektieren und am besten das Ganze schriftlich macht und wirklich überlegst, so, was hat mich heute aufgehalten? Was hat mich abgelenkt? Hatte ich vielleicht das Handy an oder bin ich die ganze Zeit zum Kühlschrank gelaufen und habe mir irgendwas zum Essen oder Trinken oder Schokolade oder Sonstiges geholt? Und warum hat mich das abgehalten? So, waren das Aufgaben, wo ich nicht wusste, wie ich sie anfangen sollte? Waren das Aufgaben, die ich nicht gerne mache? Und dann natürlich auch zu fragen, so, was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Sind das tatsächlich Aufgaben vielleicht auch, die ich erledigen muss? Oder kann ich mir für diese Aufgaben, die ich immer wieder vor mir herschiebe oder auf die ich vielleicht auch überhaupt keine Lust habe, kann ich die nicht an jemand anderen abgeben? Ja, also wenn du so etwas alleine machen möchtest, also wenn du solo sprinten möchtest, was ich dir übrigens sehr, sehr, sehr empfehle, denn deine Produktivität wird sich einfach extrem steigern, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du auch sehr, sehr ehrlich zu dir bist und dir Zeit nimmst, zu reflektieren und zu schaust, so, an welchen Stellen kann ich meine Routinen ändern, an welchen Stellen kann ich eben ja noch besser oder noch effizienter arbeiten oder noch fokussierter arbeiten. Was zum Beispiel oft vorgekommen ist in unseren Review-Runden, dass die Aufgaben sich nochmal geändert haben oder dass man dann doch keine Lust hatte, eine Aufgabe zu erledigen und auch weniger geschafft wurde, als man ursprünglich angenommen hat, oder dass man Sachen probiert hat, zum Beispiel ein Videomodul wollte man aufnehmen und das hat dann nicht geklappt. Und dann hat man einmal reflektiert, okay, woran liegt es denn? Okay, ich muss mich besser vorbereiten. Und am nächsten Tag gab es dann eine bessere Vorbereitung und dann konnte das Modul eben im Anschluss auch direkt aufgenommen werden. Also das sind super tolle Sachen und ich kann dir das nur empfehlen, das einmal für dich auszuprobieren und auch zu gucken, dass du so arbeitest. Also vielleicht machst du einen Sprint im Monat oder einen Sprint im Quartal, wo du halt wirklich sehr, sehr fokussiert, entweder alleine oder im Team arbeitest, ja. Und denk dran, das sind größere Projekte, also für uns funktioniert es nicht für alle Projekte, aber für so größere Projekte funktioniert das sehr, sehr gut. Und daher meine Frage auch an dich, so, welches größere Projekt steht bei dir vielleicht aktuell an? Welches größere Projekt schiebst du vielleicht immer wieder vor dir her oder mit welchem größeren Projekt wirst du einfach nicht fertig? Ich weiß, dass im Moment einige meiner Schies an ihrem Online-Kurs arbeiten und auch darüber werde ich bald mehr berichten.
Und das ist zum Beispiel auch eine ganz tolle Möglichkeit, so einen Sprint mal einzulegen und eine Woche lang den vollen Fokus auf einen Online-Kurs zu legen. Und dann ist es egal, wie viele Stunden du arbeitest. Das kann auch einfach nur mal eine Stunde am Tag sein, denn auch in der Stunde am Tag kann man sehr, sehr viel schaffen und kann man so einen Online-Kurs, einen kleinen Online-Kurs, also wir arbeiten an einem kleinen Online-Kurs, kann man den wirklich schaffen. Ja, wenn wir die Sachen nicht zerdenken und wenn wir uns wirklich ganz klar auf ein Ziel, auf eine Aufgabe fokussieren. Also ich bin gespannt, an welchem größeren Projekt oder großen Projekt du arbeitest. Lass es mich gerne wissen und block dir dafür einfach mal eine Woche oder auch zwei Wochen Zeit in deinem Kalender, um da ganz fokussiert dran zu arbeiten. Und wenn du Lust hast, teile es einfach in der Chipreneur-Community mit mir und lass mich wissen, an welchem Projekt du arbeitest. Und ja, zum Schluss dieser Episode möchte ich dich noch bitten, dir kurz Zeit zu nehmen und meinen Podcast zu bewerten. Ich habe letztens wieder einen super schönen Kommentar bekommen und bin immer total geflasht. Ich habe ihn jetzt leider nicht vor mir liegen. Aber ich war total begeistert und vielleicht denke ich beim nächsten Mal dran, den nochmal vorzulesen, denn ich finde das immer ganz schön und vielleicht nimmst du dir Zeit. Ich würde mich total freuen, wenn du meinen Podcast bewertest und mir einen Kommentar auch da lässt und du kannst auch gerne einen Screenshot von dieser Episode machen, mich taggen und auch mir verraten, was dir an dieser Episode besonders gefallen hat. Also, ich hoffe, ich habe dich inspiriert, mal ein großes Projekt mit einem Sprint ganz fokussiert anzugehen und wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao! Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast@chi-preneur.de und hör auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einen mutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen. Also, sei smart, bleib dran und trau dich, groß zu denken.